Herzlich willkommen. Mein Name ist Hanna Rathloff und ich freue mich darauf, euch heute ein bisschen über den Arbeitsalltag eines Requirements Engineers zu erzählen. Wir werden in dem Vortrag uns ein bisschen anschauen, welche Anforderungen, welche Rechte und aber auch welche Abgrenzungen ein Requirements Engineer in seinem Arbeitsalltag erfährt. Ich nenne es immer das ARA-Konzept. Das werdet ihr in dem Vortrag mehrfach hören. Im Anschluss daran schauen wir uns ein bisschen an, wie die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen ist und welche Aufgabe der Requirements Engineer in dieser Aufgabe wahrnimmt. Der RE hat auch in meinen Augen eine Vorreiterrolle und auch eine Führungsposition. Das werden wir uns im dritten Kapitel anschauen. Im Anschluss daran hoffe ich, dass wir aus all diesen Themen, die wir uns jetzt erarbeiten, einen gesunden Lebensraum für den Requirements Engineer zusammenbauen. Und ich hoffe, dass ich euch das mitgeben kann, damit ihr in euren Projekten dem Requirements Engineer eine gute Arbeitsumgebung schaffen könnt. Fangen wir an. Die Rolle des Requirements Engineers gibt es so eigentlich gar nicht. Weder im klassischen noch im agilen Projektmanagement ist diese Rolle in irgendeiner Art und Weise definiert. Es gibt die Aufgabe des Requirements Engineerings, die wird aber je nach Projektmanagementmethode von unterschiedlichen Rollen ausgeführt. Es stellt sich jetzt also die Frage, wer bin ich, wenn es mich eigentlich überhaupt nicht gibt? Ihr alle kennt die Projekte, in denen es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Ich meine Missverständnisse jetzt gar nicht unbedingt negativ, sondern wirklich wörtliche Missverständnisse. Ihr kennt es. Wir haben auf der einen Seite die IT-Abteilung. Die IT-Abteilung hat ihr eigenes Wording. Auf der anderen Seite haben wir die Fachabteilung oder auch unseren Kunden. Auch die haben ein eigenes Wording. Es prallen in der Regel zwei Welten aufeinander. Meine Aufgabe als Requirement Engineer ist es, genau zwischen diesen beiden Stühlen zu stehen und die Vermittlung des Ganzen zu machen. Um euch das Thema ein bisschen näher zu bringen, möchte ich euch kurz Josephine vorstellen. Josephine wird mir in dem Vortrag helfen, euch die verschiedenen Themen näher beizubringen. Wer ist Josephine? Josephine ist 35 Jahre jung. Sie arbeitet als Angestellte Requirements Engineer in der IT-Abteilung eines mittelständischen Industrieunternehmens. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet seit 4 Jahren für den Arbeitgeber, hat Medieninformatik studiert. Ihre Kollegen und Mitarbeiter und auch ihre Freunde bezeichnen sie als humorvoll, kreativ und engagiert. Das kurz zu Josephine. Wir werden Josephine jetzt mal bei verschiedenen kleinen Aufgaben ihres Alltags begleiten. Das sind kleine Aufgaben. Wir werden uns einzelne Elemente eines Arbeitsablaufes von ihr mal kurz anschauen und dafür ein Gespür bekommen, was denn so ihre Anforderungen, ihre Rechte, aber auch ihre Abgrenzungen in den Projekten sind. Kurzes Szenario. Josephine wird von ihrer Chefin eingeladen zu einem Meeting. Dort lernt sie Thomas kennen. Thomas ist ein 55-jähriger Abteilungsleiter für den Bereich After Sales. Er beschreibt seine Problematik wie folgt: Ich habe überhaupt keine Idee, welche Serviceanfragen bei mir eigentlich reinkommen. Ich weiß nicht, an was meine Mitarbeiter aktuell arbeiten. Ich weiß nicht, wie der Stand ist und ich brauche einen besseren Überblick. Josephine versteht die Anfrage. Das Meeting ist erfolgreich. Sie bekommt den Auftrag, mit dem Team des After Sales Bereichs zusammen ein Projekt bis Ende des Jahres durchzuführen, in dem diese Anforderungen erledigt werden sollen. Schauen wir uns jetzt mal an mit dem ARA-Konzept, was bereits hier auf Josephine einprasselt. Fangen wir mit den Anforderungen an. Eine der wichtigsten Anforderungen bereits jetzt zu Beginn ist es, dass Josephine eine logische Denkweise braucht. Das heißt, sie muss jetzt schon in der Lage sein, Verknüpfungen herstellen zu können, die Zusammenhänge zu verstehen und auch einen Überblick über das Ganze zu bekommen. Dafür ist es wichtig, dass sie eine ganz schnelle Auffassungsgabe hat. Das Meeting geht in der Regel nicht lange. Ihr kennt das. Wenn es eine Stunde ist, dann ist das meist schon sehr umfangreich. Und es geht wirklich darum, dass sie hier direkt ein Verständnis bekommt, wo denn eigentlich die Pain Points sind,
was das Ziel des Ganzen ist und auch einen ersten Eindruck von den Persönlichkeiten zu bekommen. Mit der Methode des aktiven Zuhörens kann Josephine auch hier bereits die ersten Fragen in die richtige Richtung stellen, ein besseres Verständnis bekommen, aber auch wirklich schon anfangen, den Umfang des Projektes zu ermitteln. Soweit zu den Anforderungen. Rechte. Ja, auch wir als Requirements Engineers haben Rechte. Und da ist es ganz essentiell wichtig, dass wir für diese Rechte einstehen und dass wir die einfordern. Welche Rechte haben wir in diesem ersten Abschnitt? Josephine muss in der Lage sein, Kontakte herstellen zu können. Klingt erstmal banal, ist es aber gar nicht. Denn sie muss es autark machen können. Sie muss autark in der Lage sein, die Personen und die Abteilungen ansprechen zu können, die sie für wichtig erachtet. Wenn alle Kontakte erstmal über Thomas, den Abteilungsleiter, oder über ihre Chefin laufen würden, würde das bedeuten, dass Josephine in ihrer Arbeit sehr behindert ist. Das heißt, sie kann nicht in der Geschwindigkeit und in der Effektivität arbeiten, wie sie es eventuell erwarten würde oder wie es auch von ihr erwartet werden würde. Von daher ist eins der wichtigsten Rechte, dass sie jederzeit die Personen autark ansprechen darf, von denen sie der Meinung ist, dass es jetzt in der entsprechenden Situation notwendig ist. Das nächste Recht ist das Recht, Fragen zu stellen. Auch das klingt erstmal banal, ist es aber gar nicht. Denn nur wenn Josephine sicher sein kann, dass ihre Fragen beantwortet werden und sie auch jederzeit eine Frage auch mal in die Tiefe oder auch eine unbequeme Frage stellen darf, nur dann kann sie sich wirklich ein Gesamtbild verschaffen und ein umfangreiches und zielführendes Projekt auf die Beine stellen. Abgrenzung sehe ich jetzt persönlich in dem Feld jetzt erstmal noch nicht als so wichtig, deswegen ist dieser Punkt hier auch erstmal leer. Schauen wir weiter. Josephine organisiert den ersten Workshop. Ich denke, einige von euch werden schon mal einen Workshop organisiert haben. Sie wissen, da zählt ein bisschen was an Organisation vorweg dazu und auch ein bisschen was an Zeitmanagement. Schauen wir uns also an, welche Anforderungen, welche Rechte und welche Abgrenzungen wir jetzt in diesem Thema haben. Die Anforderungen, wie gesagt, einige von euch werden wahrscheinlich schon mal einen Workshop geleitet haben, ist, dass ihr dort, oder dass wir dort als Moderator agieren müssen. Warum Moderator? Ein Moderator in einem Workshop ist dafür verantwortlich, dass wir die Personen, die mit der Thematik erstmal nicht vertraut sind, immer wieder dahin bringen, dass sie uns die Informationen liefern, die wir brauchen. Das heißt, über verschiedene Techniken versuchen wir, die verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen und auch Inhalte herauszuarbeiten, die zwar in den Köpfen der Leute sind, aber erstmal eventuell gar nicht ausgesprochen werden. Auch das ist eine Sache, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Es gibt Themen, die sind für euch selbstverständlich, die kommuniziert ihr gar nicht, weil ihr der Meinung seid, das müsste der andere eigentlich wissen. Immer wieder berücksichtigen, Josephine ist eine außenstehende Person. Sie kennt den Bereich des After Sales nicht, sie kennt die Anforderungen nicht, sie kennt unter Umständen auch die Key-User nicht, die dahinter stehen, und muss sich erst ein Gefühl dafür entwickeln. Auf der anderen Seite hat Josephine hier auch eine Führungsrolle. Warum eine Führungsrolle? Sie hat hier auch immer wieder die Aufgabe, dass sie unter Umständen Themen delegieren muss. Sie braucht Informationen, Ergebnisse, die andere Personen ihr zuarbeiten müssen. Deswegen ist sie hier auch in der Führung. So Punkte wie Visualisierung, Kommunikation und Zeitmanagement sind, denke ich, selbsterklärend, warum die in einem Workshop relevant sind. Sie muss Sachen sichtbar machen können, sie muss sich verständigen können, sie muss in der Lage sein, auch auf das Wording der Abteilung eingehen zu können und das auch kommunizieren zu können. Eine letzte Anforderung, die ich noch sehe, ist das Thema Weiterdenken. Weiterdenken ist auch hier sehr wichtig, denn es gibt immer mal wieder Punkte, die eventuell in der Zukunft wichtig sein könnten, die aber jetzt aktuell noch nicht präsent sind. Da komme ich auch später nochmal drauf ein, wenn es um die Frage geht, welche Vorreiterrolle ein Requirements Engineer einnehmen kann. Das möchte ich jetzt gerne erstmal so weiter belassen.
Schauen wir uns die Rechte an. Kontakte und Rückfragen hatten wir im ersten Thema schon. Ich denke auch, das ist hier nachvollziehbar, warum wir diese Punkte hier an der Stelle ebenfalls brauchen. Ich denke, dass ein wichtiges Recht hier das Thema Empfehlungen ist. Es ist manchmal ein bisschen kontrovers, ob das wirklich ein Recht ist. Ich nehme mir dieses Recht in meiner Arbeit aber auch wirklich heraus. Denn ich bin der Meinung, wenn ich das Gefühl habe, dass es eventuell Punkte gibt, die relevant sind, um das Projekt erfolgreich zu machen, um es zukunftsfähig zu machen, oder aber auch, was für mich immer ein großes Anliegen ist, das Projekt wirklich gewinnbringend und unterstützend für die User zu machen, dann gebe ich auch Empfehlungen ab. Empfehlungen können immer wieder sein, beispielsweise bestimmte Funktionalitäten eventuell zu ergänzen oder auch mal einen Prozess eventuell ein bisschen anzupassen. Ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir hier immer wieder auch auf Kritik oder auch auf Abwehr der Kollegen stoßen. Aber hier ist es meine Aufgabe, einfühlsam zu schauen, dass das, was wir hinterher liefern, wirklich einen Mehrwert für die Abteilung liefert. Mein Ziel als Requirement Engineer ist es auch immer, dass das, was wir machen, wirklich angenommen wird und dass die Leute gerne dabei sind. Ich habe als weiteres Recht noch die tiefen Einblicke draufstehen. Auch das mag vielleicht erstmal banal klingen, ist es aber gar nicht. Denn nur wenn ich in der Lage bin oder wenn Josephine in der Lage ist, wirklich ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu kriegen, für deren Arbeitsweise, für deren Herangehensweisen, nur dann kann ich die beste Lösung erarbeiten. Hier kommen wir jetzt das erste Mal an den Punkt, dass wir wirklich eine klare Grenze ziehen müssen in dem, was unsere Arbeit leisten kann. Für mich eine der größten Abgrenzungen, die ich immer wieder auch kommunizieren muss, ist das Thema, dass ich kein fertiges Konzept schon mitbringe. Es geht nicht darum, dass ich meine Schublade aufmache, mir ein Zettelchen raushole, sage, oh, das passt zu der Abteilung, hier habt ihr euer Konzept, wir setzen das jetzt mal schnell um. Nein, es geht mir wirklich darum, dass das, was wir erarbeiten, was umgesetzt wird, in Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern funktioniert. Das heißt, alle Parteien, die in irgendeiner Art und Weise hinterher von dem System betroffen sind, müssen irgendwie auch mit involviert werden, damit es für sie keinen Schmerz erfolgt hinterher bei der Umsetzung. Für mich heißt es immer, IT ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die IT. Das ist mein Leitspruch und auch hier denke ich, das kann nur erfolgen, wenn ich nicht mit einem fertigen Konzept auf der Matte stehe, sondern wenn wir das Konzept zusammen erarbeiten. Ein bisschen kontrovers diskutiert ist auch die Frage, ob ich Vorschläge und Ideen einbringen darf als Requirements Engineer. Ich denke ja, denn ich bin der Meinung, ich bin diejenige, die am ehesten den Überblick über die verschiedenen Themen hat. Ich habe immer mal Gesichtspunkte aus anderen Bereichen, die ich eventuell mit einfließen lassen kann. Auch hier schauen wir uns nachher noch mal ein bisschen mehr das Detail dazu an. Der nächste Schritt bei Josephine ist die Dokumentation der Aufgaben. Sie hat alle Informationen soweit erstmal zusammengesammelt, nun muss sie die ganzen Sachen dokumentieren. Eine Anforderung ist auch hier wieder Weiterdenken, Kommunikation und die Visualisierung. Ihr seht, das ist etwas, was sich so ein bisschen als roter Faden durch alle Themen bisher durchgezogen hat. Wird sich auch nicht ändern. Eine neue Anforderung, die wir hier haben, ist das theoretische Fachwissen. In der Dokumentation ist sie nun in der Situation, dass sie auch hier wieder die verschiedenen Parteien zusammenbringen muss. Das heißt, sie hat auf der einen Seite die Fachabteilung, die Kunden, Ähnlichem, und sie hat auf der anderen Seite auch wieder die IT-Abteilung. Nun sind wir in der Situation, dass sie von beiden Wissen braucht, was sie dann in irgendeiner Art und Weise kommunikationstechnisch zusammenbauen muss. Da kommen wir auch gleich zu unserem Recht. Ich habe es jetzt mal Dolmetscher genannt. Warum Dolmetscher? Ein Dolmetscher ist jemand, der einen Inhalt von einer Sprache in eine andere Sprache transferiert. Ich nenne es ganz bewusst nicht Übersetzen, denn für mich sind Übersetzen und Dolmetschen zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn jemand etwas dolmetscht, ist er in der Situation, dass er
auch den Sinn hinter einem Text oder einer Kommunikation in irgendeiner Art und Weise transferieren muss. Ein Übersetzer macht in meinen Augen eine 1-zu-1-Kommunikation. Ich bin jetzt aber der Meinung, dass wir wirklich diese Fähigkeit des Dolmetschens hier brauchen, denn manche Themen gibt es in der einen Sprache nicht, die es in einer anderen Sprache aber gibt. Das heißt, wir müssen hier wirklich schauen, dass wir Sinn und Inhalt wirklich transferieren können, also dolmetschen können. Dazu gehört auch, dass wir unter Umständen Inhalte interpretieren müssen. Deswegen steht für mich dieses Thema hier bei Recht. Denn das ist etwas, was der Requirements Engineer, was Josephine in ihrer Aufgabe machen muss. Sie muss das Recht haben, Inhalte, die sie in der einen Sprache verstanden hat, in die andere Sprache sinnhaft zu übersetzen und weiterzugeben, zu transferieren. Dazu gehört unter Umständen auch mal, dass sie gewisse Interpretationen reinbringt. Und das muss ihr möglichst autark möglich sein. Gehen wir weiter. Das halte ich jetzt ganz kurz, weil wir das eben schon kurz hatten. Josephine geht mit ihrer Arbeit wieder zurück in den nächsten Workshop und lässt sich ihre Interpretation noch einmal überprüfen, ob sie auch alles richtig verstanden hat, ob es eventuell Missverständnisse gibt, ob es noch Änderungswünsche oder Ergänzungen gibt. Anforderungen sind ähnlich wie zu dem ersten Workshop, wobei ich hier der Meinung bin, dass nun zu dieser Moderator- und Führungsposition auch noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Mediator-Aufgabe mit reinkommt. Dazu zählt, dass unter Umständen auch mal Konflikte geklärt werden müssen. Wir überlassen es dabei. Ich denke, das haben wir im ersten Workshop schon besprochen. Nun kommen wir an eine Aufgabe, die, finde ich, sehr diskussionswürdig ist. Es ist eine Aufgabe, die ich in meinem Alltag ganz oft erlebt habe, dass sie mir als Aufgabe zugewiesen wurde, obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass sie eigentlich einer anderen Projektrolle zugewiesen wird. Und zwar geht es darum, die Freigabe für das Projekt einzuholen. Es geht darum, die verschiedenen Verantwortlichen mit ins Boot zu holen, Themen wie Budget, aber auch Themen wie Datensecurity, Datenschutz, Betriebsrat etc. mit einzuholen. In meinen Augen ist das eigentlich eine Aufgabe, die der Projektmanager erfüllen sollte. In Teilen wird, oder mir ist es in meiner Arbeit ganz oft passiert, dass ich als Requirements Engineer immer wieder damit ins Boot geholt wurde, weil wir diejenigen sind, die den umfassendsten Blick auf das ganze Projekt haben und im Zweifelsfall Fragen einfach viel besser beantworten können als Projektmanager. Sorry, liebe Projektmanager. Schauen wir uns an, was da jetzt für Anforderungen an mich herangetragen werden. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt, die Requirements Engineer sind in der Regel diejenigen, die den größten Überblick über das gesamte Projekt haben. Es sind die, die in der Tiefe am ehesten verstehen, welche verschiedenen Parteien zusammenkommen, welche Bedürfnisse gedeckt werden müssen und was wir dafür brauchen. Dazu gehört, dass wir eine gewisse Zweisprachigkeit haben. Ich hatte das eben schon mal so ein bisschen erwähnt bei dem Thema mit dem Dolmetschen. Wir sind nun diejenigen, die zum einen diese Fachsprache aus der Fachabteilung von unseren Kunden haben und auf der anderen Seite aber auch das IT-Wording. Und da ist es nun die Aufgabe, das für Parteien, die bisher gar nicht in dem Projekt involviert waren, so zu kommunizieren, dass sie sich einen Überblick verschaffen können, dass sie eine Idee davon bekommen und dass sie uns das Projekt freigeben können. Die Themen Führung, Zeitmanagement, Kommunikation und Kontakt, wie gesagt, der rote Faden, der sich hier so durchzieht. Bei den Rechten haben wir wieder ein paar Themen, die mit dazukommen. Und zwar ist Josephine nun in der Situation, dass sie auch Anweisungen geben können muss. Das spielt wieder so ein bisschen mit der Führungsposition einher. Das heißt, sie muss den einzelnen Projektbeteiligten die Anweisungen geben können, diese Freigaben einzuholen. Sie muss die Verantwortlichen anweisen, die Freigaben zu ergeben. Auf der anderen Seite muss sie aber auch Entscheidungen treffen können. Entscheidungen dahingehend, wenn es eventuell Rückfragen gibt oder
Änderungswünsche, muss sie entscheiden können, können wir das so machen oder müssen wir das eventuell nochmal im großen Gremium besprechen. Das sind Freiheiten, die sie sich rausnehmen können muss, denn nur so kann sie wirklich diesen Prozess der Freigabe, der Budgetierung und Ähnlichem zu einem Erfolg bringen. Eine Abgrenzung klingt eventuell konträr zu diesem Thema mit den Entscheidungen. Ich habe es hier jetzt Freigaben genannt. Denn für mich ist ganz klar, ich als Requirements Engineer darf ein Projekt nicht freigeben und ich kann es auch nicht freigeben. Denn ich habe zwar den Überblick, aber ich habe offiziell keine Befugnisse im Sinne, ich habe keine Budgetverantwortung, ich habe keine Personalverantwortung. Das sind alles Aufgaben, die den Führungskräften zugeworden. Und das heißt, diese Freigaben müssen auch von den Führungskräften erfolgen. Wenn diese sie nicht geben können, können wir das Projekt nicht weitermachen. Ich darf nicht und ich will auch nicht eigenständig entscheiden, dass das, was wir formuliert haben, auch genau das ist, was umgesetzt werden soll. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, alle Freigaben sind erfolgt, wir können mit dem Projekt weitermachen. Nun wird es spannend, weil jetzt wechseln wir die Position. Vorher waren wir im Bereich der Fachthemen ansässig. Wir haben die Informationen mit den Fachabteilungen aufgenommen und haben diese in den Fachabteilungen auch in der Freigabe durchgeführt. Jetzt geht es soweit, dass wir uns an die IT wenden, um die Umsetzung wirklich durchführen zu können. Hier ist es jetzt meine Aufgabe, der IT das zu kommunizieren, was ich vorher mit den Fachabteilungen erarbeitet habe. Das heißt, ich muss das Wording der Fachabteilung so transferieren, dass die IT, die das Arbeitsumfeld der Fachabteilung nicht kennt, auch umsetzen kann. Wir gehen jetzt mal in unserer Welt davon aus, dass wir uns im agilen Bereich befinden. Das heißt, wir arbeiten in Sprints die Aufgaben, wir priorisieren Themen, wir schauen, welche Themen in welcher Art und Weise umgesetzt werden müssen. Hier haben wir auch wieder eine mannigfaltige Liste an Anforderungen, die hier als, an mich als Requirements oder an Josephine als Requirements Engineer herangetragen werden. Ich habe an oberster Stelle die Zweisprachigkeit stehen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Es ist wichtig, dass Josephine in der Lage ist, die Inhalte, die sie aus der Fachabteilung mitgenommen hat, so zu transferieren, dass ein ITler es versteht. Lieber ITler, verzeiht es mir, aber ihr kennt die Person, die manchmal besser abgeholt werden müssen, weil der Blick doch relativ eingeschränkt auf das ist, was technisch möglich ist. Dass hinter dieser Technik, aber teilweise auch noch Menschen, Prozesse draußen im Alltag stehen, das ist manchmal nicht ganz sichtbar in der IT. Und das ist meine Aufgabe, den ITlern den Blick zu ermöglichen und da, ich nenne es jetzt mal, das Fenster aufzumachen, dass sie mal rausschauen können. Wir haben hier auch wieder die Punkte, die wir vorhin schon hatten, mit dem roten Faden, der sich weiter durchzieht. Ich habe ergänzend noch die analytische und logische Denkweise. Das hatten wir ganz am Anfang schon im ersten Thema, dass das eine notwendige Anforderung ist. Hier ist es aber etwas anderes, denn hier geht es wirklich darum, auch ein technisches, logisches Verständnis zu bekommen. Josephine muss auch ein bisschen in der Lage sein, zu verstehen, was denn überhaupt technisch möglich ist, welche Sichtweisen wir haben und was wir damit umsetzen können. Schauen wir uns die Rechte an. Auch hier haben wir wieder Rechte. Die Rückfragen sind hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Josephine Rückfragen an die IT stellt, sondern auch, dass die Fragen, die die IT hat, die Josephine unter Umständen nicht eigenständig beantworten kann, weiterleitet wieder an die Fachabteilung. Das heißt, hier spielt sie das Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Parteien. Sie wird auch sagen, was das Beste für die Thematik ist. Es geht gar nicht darum, dass sie wirklich einen tiefen Einblick in die Technik bekommt, sondern dass sie versteht, warum bestimmte Dinge in einer Art und Weise umgesetzt werden müssen. Sei es, weil irgendein Unternehmensstandard dahinter steht, oder weil man das Ganze jetzt einfach heute State of the Art so macht. Entscheidungen und auch Anweisungen sind auch hier wieder ein wichtiger Aspekt. In meinen Augen insbesondere die Anweisung,
auch wenn das manche Kollegen nicht gerne hören wollen, denn ich als Requirements Engineer habe den Überblick, ich weiß, welche Anforderungen unter Umständen wichtig sind und welche eventuell in Absprache natürlich mit der technischen Umsetzbarkeit vorangestellt werden müssen oder welche eventuell auch nachgelagert umgesetzt werden können. Schauen wir uns noch die Abgrenzungen an. Eine Abgrenzung ist die Umsetzung. Meine Aufgabe als Requirements Engineer ist es nicht, wirklich eine technische Umsetzung zu machen. Dazu zählt auch, dass ich kein Layout zeichne. Dafür gibt es Fachabteilungen, die das viel, viel besser können, genauso wie die technische Umsetzung. Ich kann nicht programmieren und ganz ehrlich, ich möchte das auch nicht. Dafür gibt es bei euch die Profis in der IT, die das viel besser können und die dort ihren Schwerpunkt haben. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Support. Da würde ich auch gerne noch einen Schritt weiter später darauf eingehen, warum ich der Meinung bin, dass ich nicht der Support für dieses Projekt später bin. Hooray, wir haben es geschafft. Unser Projekt ist umgesetzt, die IT-Abteilung hat ihre Entwicklungen abgeschlossen und wir sind so weit, dass wir das Projekt jetzt an die Fachabteilung zurück übergeben können. Meine Aufgabe als Requirement Engineer ist in diesem Schritt dann auch erledigt. Was mache ich in dem Schritt noch? Ich bin in der Situation dafür da, die Übergabe wieder von der IT zurück an die Fachabteilung zu machen. Das heißt, ich dolmetsche wieder den anderen Weg herum. Die IT hat bestimmte Dinge umgesetzt, bestimmte Dinge eingebaut und meine Aufgabe ist es jetzt, zusammen mit der IT-Abteilung die Fachabteilung dazu zu bemächtigen, dass sie in der Lage sind, das System auch zu nutzen. Ich kümmere mich dann auch noch einmal darum, auch eventuell wieder diskussionswürdig, aber dass die Fachabteilung wirklich ihren Haken unter das Projekt sagt und jawohl, so haben wir es beauftragt, so ist es umgesetzt worden, wir akzeptieren die Umsetzung so. Das heißt, die Freigabe einführen. Hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ich auf der einen Seite ein Kommunikationsmedium auch bin. Das heißt, ich muss wieder in der Lage sein, die verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen. Dazu gehört halt auch, dass ich wieder ein bisschen in die Führungsrolle reinspringe. Das heißt, dass ich auch wirklich die Fachabteilung dazu bringe, die Übergabe zu akzeptieren, die Freigabe zu geben und das Projekt abzunehmen. Hier ist jetzt für mich der Punkt Abgrenzung wieder ein wichtiger. Und zwar, ich kenne zwar das Projekt, im Idealfall kenne ich auch die Umsetzung, aber meine Aufgabe ist es nicht, dieses Projekt hinterher zu administrieren. Diese Aufgabe bleibt weiterhin bei der IT-Abteilung. Die sind dafür da, eventuelle Änderungswünsche, Anpassungen oder Fehlerbehebungen vorzunehmen. Genauso das Thema Support. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Es ist oft verlockend für die Fachabteilung, denjenigen, der den Gesamtüberblick über das Projekt und vielleicht auch den tiefsten Blick in das Projekt hat, für Supportanfragen zu nutzen. Sei es mal so eine kleine Frage, wie funktioniert denn das, wo finde ich das? Das ist aber nicht meine Aufgabe als Requirements Engineer. Ich muss für mich wirklich die klare Abgrenzung finden, dass ich sage, hier ist jetzt Stopp, ihr habt das Projekt und jetzt geht es darum, dass ihr einen Support aufbaut. Sei es eine Mischform aus der IT und der Fachabteilung oder dass der Support unter Umständen von der IT alleine übernommen wird. Ein weiterer Aspekt ist, ich persönlich übernehme nicht die Abnahme. Das heißt, es geht wirklich darum, dass die Fachabteilung ihren Haken drunter setzt. Ich kann die Fachabteilung gegebenenfalls dabei unterstützen, wenn es um die Frage geht, ist das wirklich so umgesetzt, wie wir das haben wollten? Passiert häufiger in Themen, die für die Fachleute nicht an der Oberfläche sichtbar sind. Beispielsweise Fragen mit, welche Hardware ist unten drunter genutzt worden oder welche Netzwerkthemen sind genutzt worden. Das sind Sachen, da muss ich in meinen Augen auch eine Fachabteilung nicht drum kümmern. Da kann ich die Unterstützung geben und kann sagen, jawohl, ich habe es gesehen, genau so ist es genutzt worden. Von meiner Seite aus könntet ihr dort den Haken drunter machen. Aber ich selbst mache nie den Haken drunter. Wir haben das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Schauen wir uns jetzt nun ein bisschen mehr die einzelnen Aspekte an. Ich möchte euch kurz auf die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Entscheidungsträgern eingehen.
Ihr kennt das wirklich wahrscheinlich eigentlich alle, dass es in verschiedenen Projekten immer mal wieder zu Überschneidungen bei den Zuständigkeiten kommt. Ich möchte das mal kurz an einem Beispiel skizzieren. Wir haben ein Szenario. Wir haben eine Abteilung, die einen Inhalt A liefert. Wir haben eine zweite Abteilung, die diesen Inhalt auf der einen Seite konsumiert, aber auf der anderen Seite auch wieder einen Inhalt reinliefert. Im schlimmsten Fall haben wir dann sogar noch eine Abteilung 3, die den Inhalt von der Abteilung 2 braucht, um ihren Inhalt ebenfalls wieder mit rein. Da haben wir jetzt wirklich die Thematik, wer ist denn jetzt eigentlich für was zuständig? Wer liefert welche Informationen und wo brauchen wir wann welchen Input? Zweites Szenario ist unter Umständen, dass die Fachabteilung zwar den Inhalt liefert, die IT aber eine dedizierte Form der Umsetzung braucht. Wir hatten es vorhin schon mal als Idee, dass gewisse Unternehmensstandards notwendig sind oder eventuell auch regulatorische Prozesse. Schauen wir uns jetzt mal unsere Aufgabe als Requirement Engineer in dieser Schnittstelle an. Ganz wichtig ist es, dass wir die Schnittstelle dahingehend sind, dass wir die verschiedenen Abteilungen zusammenführen und als Vermittler zwischen den einzelnen Punkten agieren. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass alle Parteien einen Konsens herausarbeiten. Ganz wichtig ist es aber auch, dass wir dabei neutral bleiben. Wir geben keine oder wir nehmen keine Stellung oder keine Position für eine der Gruppen, sondern wir versuchen einfach nur, alle Inhalte zusammenzufügen und immer wieder moderierend oder auch führend die Themen zusammenzubringen, damit die Abteilungen sich miteinander absprechen und ihre Rechte und Rollen definieren. Da stellt sich jetzt einfach die Frage, wer entscheidet, wie der Umgang mit dem jeweiligen Input stattfindet. Das betrifft nicht nur die Frage der existierenden Inhalte und des existierenden Inputs, sondern auch für alles, was als Folge aus diesem Projekt heraus entstanden ist. Das heißt, wer ist denn später eigentlich für das Projekt federführend? Wer ist der sogenannte Product Owner? Wer entscheidet, wenn an einzelnen Inhalten was geändert werden muss oder wenn Einfluss auf die Inhalte genommen wird? Das sind Themen, die ich in meiner Rolle als Requirements Engineer auf den Tisch bringe, damit die entsprechenden Parteien sie miteinander kommunizieren und im Idealfall auch ein Ergebnis daraus und eine Lösung daraus erarbeiten. Ich bin aber nicht diejenige, die das Ganze vorgibt. Ich kann auch hier wieder Empfehlungen abgeben, kann ein bisschen daraus erzählen, wie es unter Umständen in anderen Projekten abgelaufen ist, aber ich bin nicht diejenige, die das festsetzt. Schauen wir uns nun an, warum ich der Meinung bin, dass wir als Requirements Engineers eine Vorreiterrolle haben. Wenn ich mir so meine Projekte in der Vergangenheit anschaue, habe ich immer wieder festgestellt, dass ich ganz unterschiedliche Blickwinkel, ganz unterschiedliche Projekte und auch ganz unterschiedlichste Anforderungen auf dem Plan hatte. Das kam zum einen daher, weil wir ganz unterschiedliche Abteilungen haben, die an mich herangetreten sind, aber ich, dadurch, dass ich auch in unterschiedlichen Firmen gearbeitet habe, ganz unterschiedliche Kunden im Hintergrund stehen hatte. Warum bin ich jetzt also ein Vorreiter? Ich bin der Meinung, dass ich dadurch, dass ich diesen Überblick und diese Ideen habe, auch derjenige bin, der eventuell mal Ideen und Gedankengänge aus anderen Abteilungen transferieren kann. Arbeitsabläufe und Prozesse, die in der einen Abteilung funktionieren, können unter Umständen auch einen Gewinn für eine andere Abteilung bringen. Genauso bin ich diejenige, die sich immer wieder auf den neuesten Stand der Technik bringt. Sei es durch ihren Kontakt mit der IT-Abteilung, aber auch, weil ich mich immer wieder auf dem Markt schlau mache, was es denn eigentlich an Lösungen gibt, welche Möglichkeiten wir haben und ich dadurch auch in der Lage bin, das Projekt in die Zukunft zu heben, wenn das gewünscht ist. Ich bin immer ein bisschen der Meinung, dass meine Aufgabe nicht darin besteht, immer nur bestehende Prozesse abzubilden, sondern mein Wunsch ist es, mit der Arbeit, die wir abliefern, einen zukunftsträchtigen Prozess oder ein zukunftsträchtiges Projekt zu entwickeln, was die Arbeit der Kollegen in Zukunft leichter macht.
Durch die Möglichkeiten, die ich habe, dass ich weitere Informationen von überall herbringe, bin ich auch wirklich in der Situation, neue Themen immer wieder an den Mann zu bringen und neue Ideen einzustreuen. Warum bin ich eine indirekte Führungskraft? Der Requirements Engineer hat als Aufgabe, dass er komplexe Sachverhalte der verschiedenen Stakeholder immer wieder auch aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Es ist aber nicht nur meine Aufgabe, dass ich selbst die Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachte, sondern auch immer wieder die verschiedenen Parteien dazu bewege, Dinge anders anzuschauen. Das passiert beispielsweise schon dadurch, dass ich die verschiedenen Abteilungen zusammenbringe. Das heißt, dadurch, dass ich immer mal wieder unterschiedliche Themen zusammenführe, das heißt, unter Umständen einfach mal eine andere Abteilung mit reinbringe, habe ich die Aufgabe, die Leute dazu zu animieren, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn der Weg andersrum aussieht. Ergänzend dazu habe ich aber in meiner Position auch immer wieder die Aufgabe, dass ich Themen delegieren muss. Das heißt, dass die Personen, die mit mir zusammenarbeiten, auch auf mich hören müssen, unter Umständen einfach auch meine Anweisungen befolgen. Genauso zählt dazu aber auch, dass ich Aufgaben kontrolliere. Wir hatten das vorhin in dem Bereich der Freigaben. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein kontroverses Thema, es ist diskussionswürdig, ob das wirklich so ist. Ich in meiner Position hatte das bis jetzt eigentlich in allen größeren Projekten, dass ich mich wirklich danach richten musste, beziehungsweise dass ich dafür Sorge tragen musste, dass die Aufgaben auch erfüllt werden. Wir sind fast am Ende unseres Themas. Ich würde gerne mit euch jetzt noch einmal einen kurzen Überblick darüber machen, wie denn so der gesunde Lebensraum für uns Requirements Engineers aussieht und wie wir euch helfen können, eure Projekte auch erfolgreich zu machen. Wir haben zwischendurch, ist es immer mal kurz angeklungen, wir haben ein engagiertes und motiviertes Projektteam. Die Mitglieder dieses Teams sind diejenigen, die mir helfen, meine Arbeit leichter zu machen. Denn wenn sie Lust auf ihre Arbeit haben und Lust auf die Zusammenarbeit mit mir zusammen, kann ich Ergebnisse liefern, die Ihnen helfen. Wenn das Projektteam sich sträubt und sagt, oh, ich will das gar nicht, Veränderungen sind doof und das funktioniert doch so und warum muss das, hemmt mich das sehr, weil mir dann oft Informationen verloren gehen. Es gehen nicht nur fachliche Informationen verloren, sondern auch Dinge, die Schmerzpunkte, die Sachen, die die Aufgaben eventuell verleichtern würden. Für die Kollegen. Die gehen unter, wenn das Projektteam keine Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Klar definierte Prozesse sind, glaube ich, für alle von uns hilfreich. Das heißt, wenn wir wissen, an wen wir uns in welcher Situation wenden müssen und keine Zeit darauf verschwenden müssen, erstmal herauszufinden, wen wir überhaupt fragen müssen und welches 75. Formblatt noch ausgefüllt werden muss, im dümmsten Fall noch mit einem Tool, was nicht funktioniert, ist, glaube ich, für alle von uns völlig logisch nachvollziehbar, wenn das gut funktioniert und wir da einen guten Weg haben, dass möglichst auch klar von vornherein kommuniziert ist, dass das für uns die Arbeit einfach alle deutlich erleichtert, insbesondere für mich oder für den Requirements Engineer, der in einer Umgebung arbeitet, die für ihn ja unter Umständen auch nicht bekannt ist. Klare Rollenverteilungen sind ebenfalls wichtig für einen gesunden Lebensraum. Ich meine damit nicht nur die Rollenverteilung der Teammitglieder, sondern auch, dass den Teammitgliedern klar ist, welche Rolle ich einnehme. Ich hoffe, dass ich euch mit der Story um Josephine ein bisschen eine Anleitung gegeben habe, dass ihr ein Verständnis habt, was eigentlich meine Rolle ist, wo ich mich sehe und welche Aufgaben ich erfülle. Wenn diese Kommunikation vorab den Teammitgliedern klar ist, wissen Sie auch, mit welchen Aufgaben oder welchen Fragen Sie sich an mich wenden können und wo ich Ihnen dann die Unterstützung geben kann. Klar definierte Projektparameter, sprich Ziel, Zeit und Budget, sind für jeden die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt. Das heißt, wenn ich von vornherein weiß, wo ich eigentlich hin will und in welchem Zeitrahmen und im Idealfall auch eine grobe Abschätzung habe, was ich überhaupt an Budget zur Verfügung habe, hilft es mir schon, dass ich abstecken kann, was ich eigentlich an Aufwänden in welcher Art und Weise zusammenbringen darf. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Maserati kaufen will, aber nur das Budget für einen Panda habe.
denke, das ist allen klar. Den letzten Punkt, der wirklich wichtig für den gesunden Lebensraum ist, sind immer wieder entscheidungsfreudige Verantwortliche. Wir können das tollste Konzept zusammengeschrieben haben, wir können die geilsten Workshops miteinander gemacht haben, aber wenn unsere Führungskräfte nicht die Freigaben erteilen, kommen wir nicht weiter. Das kann unter Umständen zu echten Verzögerungen in den Projekten führen und uns in unserer weiteren Entwicklung und in der Fertigstellung des Projekts extrem hemmen. Schauen wir uns nun ein Fazit an. Wir haben immer wieder vielfältige, wachsende oder wechselnde, teilweise auch wachsende Anforderungen, die an den Requirements-Engineer gestellt werden. Wir haben sichtbare Rechte, die eventuell logisch sind, aber wir haben auch unsichtbare Rechte. Das sind die, für die wir einstehen müssen, die wir nach draußen transferieren müssen, die wir immer wieder an die Oberfläche bringen müssen und wirklich sagen müssen, wir brauchen diese Rechte, sonst können wir unsere Arbeit nicht abliefern. Ergänzend dazu haben wir die Aufgabe, unsere Aufgabe oder unser Arbeitsumfeld wirklich abzugrenzen. Wir müssen ganz klar sagen, hier ist Schluss, für diese Themen wendet euch bitte an eine andere Abteilung. Gerne mit Unterstützung, aber das ist nicht meine Aufgabe. Als Fazit ist dazu zu sagen, ein gesunder Lebensraum ist auch immer ein Projekterfolg. Nur so können wir wirklich das ganze Projekt gemeinsam stemmen und wenn wir das erreichen, können wir euch als Requirements Engineers in der Arbeit auch wirklich unterstützen und euch Mehrwert bieten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich jederzeit, wenn ihr Ideen, Anregungen, Austausch, aber natürlich auch Fragen, gerne auch Kritik äußern wollt. Ich habe euch hier meine Kontaktdaten eingeblendet. Ihr könnt mich jederzeit erreichen. Ich denke auch, dass Cybert Media euch im Zweifelsfall die Kontaktdaten nochmal zukommen lasst. Meldet euch gerne und ich freue mich, dass ihr dabei wart und dass ich euch heute was über meinen Lebensalltag oder meinen Arbeitsalltag als Requirements Engineer und meine Herausforderungen, die ich im Alltag so gesehen habe, präsentieren durfte. Macht's gut und bleibt gesund.